Punktrechnung vor Strichrechnung. Au! Genau. Wir sind mal wieder beim Körper- und Flächenberechnen. Wir machen eine Übung dazu. Und zwar ist es manchmal eine Frage der Betrachtungsweise. Nochmal bitte zur grundsätzlichen Flächenformel. A ist Grundseite mal Höhe, sagt man ja. Schön. Was ist denn aber, wenn ich jetzt so ein hässliches Ding habe? Das sieht jetzt so aus. Was muss ich dann sagen? Genau so, dann muss ich unterscheiden, wenn die beiden hier parallel sind, also diese hier unten am Grunde und die Deckseite ist viel kürzer, dann muss ich sagen, naja gut, wenn das hier irgend und ich nicht mal weiß, ob die hier senkrecht steht, dann muss ich hier eine senkrechte Höhe ermitteln. Die muss senkrecht auf der Grundseite stehen und muss sagen, A ist gleich Grundseite plus Deckseite durch 2 und dann mal H nehmen. Also das zuerst hier. Warum? Das ist der Durchschnitt zwischen den beiden Seiten. Denn diese Formel, die gilt ja nur, wenn Grund- und Deckseite gleich lang sind, wie zum Beispiel beim Parallelogramm, beim Rechteck und so weiter und so fort. Okay, was ist in folgendem Fall? Ich habe, ich habe diese Figur. Die und diese hier, die sind parallel. Und jetzt sieht das Ding so aus. Oh, Grund- und Deckseite sind ganz hässlich. Was ist passiert? Ja, ganz genau. Jetzt muss ich das Biest verdrehen. Und zwar so, dass ich mir das wieder vorstellen kann. Eigentlich sieht man das ja schon. Ich versuche das jetzt mal. Mal sehen. Lässt sich nicht machen. Freie Hand formatieren. Geht auch nicht. Gut, müssen wir jetzt mal darauf verzichten. Dann macht man Folgendes. Man schaut einfach, wenn ich diese Figur hier, die linke, die ich ja schon als eindeutig als Trapez bestimmt habe, wenn ich mir die angucke, dann ist das eigentlich bloß ein um 90 Grad nach rechts verdrehtes Trapez, nichts anderes. Dann kann ich sagen, hier ist meine Deckseite, hier ist meine Grundseite, hier drin ist die Höhe, dann ist alles wieder in Ordnung. Also manchmal muss man die Sache bloß verschieben. Ähnliches probieren wir jetzt mal bei folgender Übung. Ich mache mal kurz Pause. Ich möchte das Volumen dieses Daches ermitteln. Welch unglücklicher Fall. Was habe ich denn hier? Ich habe eine Grundfläche, wenn ich mir die angucke hier. Hier habe ich eine schicke Grundfläche drin, hier ein bisschen gestrichelt dargestellt. Aber, Deckfläche ist gar nicht da und so weiter. Und wo ist meine Körperhöhe und so weiter. Wie behelfe ich mich? Ganz genau, kann ich jetzt nicht anders darstellen, als es schnell nochmal neu zu zeichnen. Ich stelle das einfach hoch. Na klar, ist doch kein Problem. Und dann stimmt's wieder. Und jetzt habe ich nichts bei... Habe ich nichts weiter zu berechnen als letzten Endes, was ist denn jetzt Grund- und Deckfläche? Jetzt, gefällt mir nicht, Moment. Das ist jetzt ein bisschen hässlich geworden. Wollte ich nicht, ich wollte nicht in die andere rein. Schwupp, machen wir das nochmal hier. So, wieder übertrieben. So, und jetzt habe ich Grund- und Deckfläche, eindeutig, ne? Ja, ich sehe es schon, alles klar. Hier habe ich eine Grundfläche und hier unten liegt eine Grundfläche und eine Deckfläche und hier oben, die beiden sind gleich, also ist es kein Problem. Also ist das letztens, die Formel müsste allgemein heißen, A dieses Körpers, was ist denn das für ein Körper, das ist ein Prisma, A des Prisma ist gleich, wie müsste ich sagen, noch besser? G mal K ist klar, ja, und wie könnte ich zur Grundfläche jetzt sagen, das wäre schicker. Ja, man kann einfach sagen, das ist A-Dreieck. Na klar, das ist eine Dreiecksfläche. So, gut, nächstes Beispiel. Ich mache mal wieder kurz Pause. Müsste es nicht ein V-Prisma sein? Natürlich, ich in meiner unendlichen Dummheit und Freude habe das A verkehrt rumgemalt. Das V. Und auch einen Strich reingemalt. Das war dumm. So, anderes Beispiel. Pause. Ich hatte gerade gesagt, im Wald, da liegt ein Ofenrohr, stell dir nur die Hitze vor. Wir nehmen das mal als Betonpfeiler. Betonpfeiler, bevor er aufgerichtet wird, liegen die erstmal rum. Ne, und dann, wir wollen das Volumen des, jetzt schreibe ich auch richtig rum, das V, Volumen des Pfeilers, Betonpfeilers, das wollen wir ermitteln. Was müssen wir machen? Rein rechnerisch, meine ich jetzt. Also, im Wald das Ofenrohr, stell dir nur die Hitze vor, müssten wir in Gedanken aufstellen. Klar, so wie er dann auch später steht, der Pfeiler. Und dann hätte man es eindeutiger. Also das heißt, das Hilfsmittel, was wir immer wieder brauchen, ist, dass wir uns manchmal die Körper
auf die richtigen Flächen stellen müssen, damit das wieder sichtbar wird. Und dann hätten wir, und jetzt kam das schon, Acker wie Kreisfläche. Das ist meine Grundfläche, ne? Hier die Grundfläche, die liegt hier. Das ist aber ein Kreis und deswegen kann ich auch Grund- und Deckfläche, Acker sagen, A-Kreisfläche. Mal Körperhöhe, na klar. Und schon sind wir wieder durch mit dem Ding. Mal sehen, was mir noch Dummes einfällt. Es geht sich um dieses Ding hier. Ich könnte besser malen. Ich habe hier mal versucht, ein Euro-Stück darzustellen. Wie berechnet man das Volumen dieses bösen Euro-Stücks? Die Antwort war klar, genauso wie den Pfeiler. Nur, dass ich eben jetzt hier in diesem Fall was habe, das ist eine sehr geringe Körperhöhe, na klar. Das sieht eben ein bisschen blöd aus, ne? Und dieses Ding, die Fläche hier, das ist wieder mein Akron. Genauso berechnet man es. Okay, gut. Mal sehen, was mir jetzt noch Dummes einfällt. Jetzt geht es um diesen Körper hier. Und zwar, ich habe hier einfach so einen Holzkörper genommen. Den braucht man, um hier zum Beispiel kleine Gewichtchen reinzustellen in die Löcher. Und das ist praktisch ein. Da haben wir hier dann noch so eine Lasche dran und einen Faden kann man ranbinden. Man kann hier allerlei Versuche damit machen. Unten drunter Sandpapier tun, Reibungskräfte ermitteln und so weiter. So ein Körper aus dem Physikunterricht. Davon möchten wir aber das echte Volumen des Holzes haben. Also der ist aus Holz, aber der hat eben Löcher. Frau Holz möchten wir ermitteln, aber das echte. So, jetzt sind wir gespannt. Richtig, ganz genau. Und man ist auch gut beraten, wenn man sich das so hinschreibt. Frau Holz ist also V. Vollkörper. Das ist überhaupt nicht dabei, sich das kurz hinzuschreiben. Minus 3 mal V-Loch. So blöd, wie es sich anhört. Ich kann auch das Volumen eines Loches bestimmen. Das heißt in diesem Fall, wie viel passt rein. Ne? Wenn ich sage, Loch ist ja nichts eigentlich, kann ich auch sagen, das Volumen des Loches könnte ich auch übersetzt sagen, als wie viel passt dann rein. Und da ich hier drei gleiche Löcher habe, muss ich nur rechnen, das übliche minus Das erfüllen wir jetzt gleich mal mit Lehm. Hören können, ich habe gerade jetzt ein bisschen rund, ich habe da auf einen Millimeter verzichtet, mal die Maße rangeschrieben. Und zwar 3 cm mal 11 cm mal 5 cm sind die Außenabmaße. Jedes Loch hat, es sind alle gleich, 2 cm Durchmesser, Durchmesser wohlgemerkt. Und jedes Loch ist auch 2 cm tief. Ich gebe mal eine Formel grundsätzlich, damit das keiner vergisst. Und zwar, es gilt folgende Formel: V eines Zylinders ist, na,